So, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Runde auf der LPG Schwarzpumpe 1988. Heute sind wir zu zweit unterwegs, das heißt, der Yoda ist mit am Start. Grüß dich! Hallöchen. Ja, ihr seht schon, wir sind am Frühlingsende angekommen. Ich habe extra schon mal die Tage wieder hochgeschraubt, denn wir haben ein kleines Problem. Wir haben, weiß ich habe zwei Spielstände gestartet. Und jedes Mal, wenn wir das auf dem Server hochladen, den Spielstand, sagt der Server, nö, mit Seasoned habt ihr trotzdem mal eure Pflanzen hier stehen. Was wir jetzt ein bisschen suboptimal finden. Aber es ist Irgendwie erstmal so. unlogisch auch ist, ne? Weil mit Season sollte normal die Felder leer sein. Ist Genau. aber nicht. Und ich habe die beiden Spielstände erstellt. Einen habe ich nur im Multiplayer erstellt. Und den, auf dem wir jetzt gerade sind, den habe ich im Singleplayer erstellt. Und dann im Multiplayer über Giants probiert. War auch nichts drauf auf den Feldern. Ja, auf dem Server aufgeladen. Haben wir wieder Sachen auf den Feldern. Also irgendwie mag der Server das nicht. Warum auch immer, der da irgendwas durcheinander wurschtelt. Ja, und jetzt gab es natürlich die Riesendiskussion unter uns. Was heißt Riesendiskussion? Wir haben überlegt, was machen wir? Realistisch gesehen müssten wir jetzt ein Jahr vorspulen, alles absterben lassen, damit wir so anfangen, wie man mit Seasons halt anfängt. Grubbern und pflügen und Handy auf leise machen und Abschalten, komplett. total abschalten. Ja, also diese ganz normalen Start, den man halt mit Seasons macht. Aber wenn wir das machen, ein Jahr vorspulen, heißt das, wir sind pleite. Und wir möchten ja ganz gern unser Geld, was wir jetzt hatten, also man startet ja mit 20.000 Euro. Und, oder nee, Mark müssen wir jetzt ja hier sagen. Wir starten mit 20.000 Mark. Euro, sehr mit dem Kopfgeist. Und ja, mit jedem Tag kriegt man ja so knapp 3.500 abgezogen. Und dann wären wir also pleite. Und das möchten wir nicht, weil, ja. Was ja irgendwie eine Sünde ist, das ganze Getreide verrotten lassen, bitte. Das ist ja Wahnsinn. Genau, das wäre sehr, sehr schade, weil die Felder sind halt alle Total. bestellt und, wie gesagt, ist jetzt nicht ganz original, aber wie gesagt, wir möchten uns nicht unnötig verschulden. Wir haben einen Kredit von 75.000, der läuft, ja. Und wenn wir unseren Fuhrpark verkaufen, dann brauchen wir den ja, um hier unseren neuen Fuhrpark zusammen zu basteln. So, das heißt, wir haben hier mit diesem Wobster, das habt ihr mit dabei, wenn ihr die Map runterladet. Das ist so dieses nette Gerät. Könnt Was für ihr. ein Handy schaut das aus? Wie so ein Genau, ne, ich habe es gerade aufgemacht. kurzzeitiges Handyfoto, auch noch dazu mal. Genau, und das misst eure Bodenbeschaffenheit. Und ich meine, hier bei den Kartoffeln ist es dasselbe, müsst halt nur links gedrückt halten. Und dann seht ihr hier dieses Wachstumsstadium, was ist halt 40%. Und wir haben, also das Feld sagt 50, der Wobster sagt 40, ist egal, es wächst aber. Das war nämlich das, was wir jetzt gedacht haben. Nicht, dass es wie auf der Altkirche ist, es wächst nicht weiter. Ja. Es wächst aber. Ja, und deshalb haben wir geguckt, was sagt die Wiese? Die Wiese ist bei 100%. Das heißt, wir könnten da mit den ganz normalen Frühlingsarbeiten anfangen. Wiese mähen, Silage machen. Das möchten wir teils in dem Silo machen, teils selber. Genau. Weil wir ja ein riesen Fahrsilo am Hof haben. Da können wir mal hinwackeln. Ich mache mal diesen Wobster wieder weg. Hinwackeln. Genau, das ist ja, also ihr seht, wir haben hier den Stadtfuhrpark, haben einen komplett neuen Spielstand angefangen und es ist alles noch da, das werden wir gleich verkaufen, denn wir haben ja die letzten zwei Abende damit verbracht, hier Mods zu suchen wie die Weltmeister. Und wir haben Tränen gelacht, also es ist sehr, sehr Was lustig, das? sehr, sehr spannend. Also ich fand's klasse. Oh, ich bin Hey, falsch Kuckuck ist auch gelaufen. da. Ja, das ist hier der Wald irgendwie, ja. Warte mal, Hast du wo? eigentlich da unten schon die coole Garage gesehen, was wir da haben? Nur Ja, kurz. aber warte mal, ich will erstmal zum Fahrsilo. Naja, gut, das Fahrsilo ist halt da hinten. Wir waren eben etwas schneller unterwegs. Ich mache mal hier lang. Also hier. Zacki-Zacki-Laufi. Ja, das ist ja doch recht gewaltig, was wir hier so direkt am Hof haben. Und warum soll man denn nicht mal Silage fahren? Ja, also, doch cool. Können wir mal machen. Ich glaube, Was das für ist die dann. Riesengeräte überhaupt? Das wird sicher gerade werden. Ja, die Geräte sind echt der Kracher. Wir haben natürlich auch hier so ein Silage-Silo, das werden wir auch benutzen. Und ja, dann einfach mal gucken, so im Laufe der Zeit. Nicht wundern, ich habe die FPS-Anzeige nur mal für mich an.
Weil es läuft relativ gut. Also es läuft besser, als die Anzeige ergibt. So, du wolltest mir eine Garage zeigen. Ja, eine Ja, Garage. hast du das Geil. schon gesehen eigentlich? Also sieht das bei meinem Papa auf Arbeit auch noch aus, in den alten Ja, Hallen. das ist doch cool da herum, Hui, ne? Was ist das? cool. Da könnte man zum Partykeller. Beispiel, gut, Ballen machen wir kann, wenn wir eine Superlobby oben halten. Aber Vorzeige vielleicht einstellen oder was ich nicht. Gibt's eine Billardtischmod? Mann. Das Du weißt, ich ist doch komme immer mehr gleich. gespielt, wir haben auch verarbeitet, dass der damit per Mittel. Leute, ich sag's euch, ich hab, na, Marvin. Also wir haben schon wirklich viel gelacht. Ich habe auch eine schöne Mod runtergeladen, die uns hoffentlich auch ein bisschen Freude bringen wird. Immer Wir so spielen ja eine. die Map nicht mit neumodernen Fuhrpark, sondern wirklich mit Ostalgiefahrzeugen. Haben wir das vor? Genau. Was das Ja. noch werden wird, werden wir noch sehen. Aber ich war verzweifelt drauf, oder auch nicht. Wird sich Ja. messen. Ja, na, ich habe euch ja schon bei dem letzten, also beim Abschiedsvideo von der Altkirch gezeigt, die Felder hier sind schon mächtig gewaltig. Ja, ist schon Ja, holla die nicht alle, aber Waldfee. die meisten, ja. Eben, also wir sind froh, dass wir hier unten diese kleinen Felder haben mit der 5 und der 2 und der 6. Ja, hier oben haben wir noch groß. Das hier sind Rüben. Das wird richtig geil mit den. 22, das wird lustig werden da oben, ja. Das wird richtig lustig. Wir haben auch eine Seemaschine, die hat doch ganz spektakuläre 500 Liter Fassungsvermögen. Und wir sind gespannt, was für einen Verbrauch die hat, ob wir alle 2 Meter auftanken müssen oder nicht. Ja, dann wird es aber ein bisschen elektrisch dann, weil über 2 Meter tanken fahren, das ist, da wärst du ja nie fertig. Ja, wir haben einfach erstmal runtergeladen, was uns so gefallen hat. Wir werden euch auch keine Modliste machen. Machen wir mit Absicht nicht, weil Längst, wir nein. haben. Wir können sagen, ganz viel vom LS-Portal EU runtergeladen. Und da Modlos landet traditionell. Modhost, da hat auch ein paar Sachen. Ja, da muss man ein bisschen gucken. Aber gerade beim diesem Ja, LS-Portal, das ist total was meiste. Da sind wirklich super Sachen dabei. da findet ihr ganz, ganz viel. Da könnt ihr euch das Aber man muss jetzt raussuchen. wirklich Zeit nehmen und halt schauen. Ja, das ist so massiv, was da drin ist. Guckt auch, was LS-15, LS-17 ist. Muss man Ja. auch aufpassen. Wir haben zu zweit gesucht, jetzt wirklich ein paar Tage, das war ja wirklich, also, na. Anstrengend, muss ich sagen, Ganz aber ich es. hätte die Augen habe schon, wo ist das so? Ja. Ja, und naja, der landet ihr halt meistens beim Pfeilhorst. Ja, und deshalb werde ich euch das nicht verlinken, weil Ah. Pfeilhorst ist ja immer so ein bisschen was, das hat uns dann auch irgendwann so ein bisschen. Nein, das nervt, dann machst du und Klick, klick, gibst klick, klick, drauf klick. aufs Laden und auf einmal gehen 1000 Fenster auf. Also, das ist ja, Genau. boah, das Ja. nervt. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Es gibt bestimmt auch noch eine ganze Menge andere Portale, wo ihr was runterladen könnt. Werden wir bestimmt im Laufe der Zeit auch machen, denn wir möchten ja nicht den Fuhrpark so durchziehen, sondern wir möchten schon in diesem Projekt mal ausprobieren, was gibt es denn überhaupt noch alles, ja? Vielleicht mal noch was Kleineres, was Größeres und was auch immer. Gibt so Ja, viel. Es gibt wirklich so und da sind wir viel. ja betrieben, wenn ihr wollt und Lust an alle habt, und ihr habt vielleicht wirklich gute Ostalgie-Mods, dann seid ihr nett und stellt uns die zur Verfügung, dann werden wir sie ja am Server holen, wenn es passt, oder? Genau, Hast du dazu? was läuft, was Und ihr fehlerfrei was ist, habt, wäre was wirklich natürlich schön. fehlerfrei ist, Ja. bitte Link posten und dann Genau. ja, wenn wir uns das anschauen und es passt, ist er beim nächsten Video dabei. Sei es ein Genau. Traktor, sei es ein LKW, sei es ein, weiß ich nicht, Genau. Holzanhänger, ganz egal was. Durchaus auch gern wirklich lustige Sachen, ja, wo man Ja, auch mal ein klar. Späßchen mitmachen kann, weil wir werden das hier schon ernst nehmen, ja, also jetzt keine Angst Ja, haben, dass total. wir Na, ganz hier total, ja. Total nur unseren Spaß, also nur uns lustig machen oder so. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Es ist halt für uns auch neu. Wir haben so noch nicht gespielt. Wir testen uns das Na, aus und es sieht das wird einfach nicht auf lustig machen, Anhieb. ist nicht das Ganze. Wir wollen ja unseren Spaß haben dabei bei den Ganzen, ne? Richtig, Und ja, das ist aber sicher wir eine möchten. Herausforderung mit so alten Geräten, wie du Genau. das vor 40 Jahren gehabt hast. Wie was fällt zum Düsen kannst du gar nicht sagen, ne? Nicht Da so hinkt. richtig. Griechen, wie auch nicht sagen, aber ja. So in der Aber Art jedenfalls. es wird sicher interessant, ja. Ich freue mich schon drauf. Genau. Und der Schlachtplan, den wir uns zuerst aufgebaut haben, ist, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Wir lassen hier alles wachsen, Jo. um uns halt nicht finanziell zu ruinieren. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Das ist aber wirklich ein reines Serverproblem. Wir haben ganz viel probiert, es geht nicht anders. Und wir werden anfangen mit Grasmähen. Ja, weil das Gras ist bei 100%. Warum sollen wir das nicht nutzen? Das wird das Erste sein, was wir machen. Aber um das kaufen zu können, werden wir jetzt einfach erstmal schlicht und ergreifend unseren Fuhrpark auflösen. Richtig, Alles, der kommt durch komplett weg. der muss komplett weg, so wie er ist.
Und dann werden wir mal gucken. Das ist nämlich nicht gerade wenig, was man denn da hat. Wir verkaufen es hier. Ja, wir fahren jetzt nicht zum Händler. Na, okay, bitte, du bist ja. Ja, man kann es auch übertreiben. Wie gesagt, so eine Forstmotte oder so, die fehlt uns absolut noch. Also wir haben schon was für die Forst, aber einen Hänger. Ja, da Einen hatten wir richtigen jetzt. Hänger, coolen, hätten wir, brauchen wir was ausgeben würde, entweder für eine LKW oder für einen Traktor. Genau, einen Schwader und einen Zetter haben wir noch nicht. Ja, für uns auch noch, genau. So eine Sachen, ja, das ist alles noch nicht so, dass ja, es gibt wie gesagt so viel, aber wir haben ja gedacht, jetzt erstmal für den Anfang, wir gucken mal, wie das mit dem Mähen funktioniert. Vielleicht eine andere Seemaschine, vielleicht auch gar nicht, ja, wenn es was Besseres gibt. Richtig. Ich So, habe jetzt mit muss ich 700 aufpassen. Liter, also auf das bin ich schon gespannt. Das wird interessant werden. Aha. So, jetzt haben wir 626.000 Euro. Wir haben alles verkauft, was wir haben. So, jetzt können wir nach Hause gehen. Nichts mehr da. So, womit fangen wir an? Nur was ganz kurz, wir schminken, wir sind mehr schwer oder normal? Normal. Ich habe es jetzt auf normal gemacht, weil ich gedacht habe, es reicht erstmal. Eigenartigerweise über gestern das auch schon alles haben wir verkauft und habe über 800.000 gehabt. Da hatten wir aber auch die 50.000 von mir noch dabei. Das war ja der Ah. Spielstand aus dem Video. Na gut, okay, wird schon passen, ja. Ah, guck mal, beim Fortschritt der 303, aber das ist der ohne dieses Zusatzdingens, wo wir nicht wissen, was es ist, der ist in der Werbung. Der hat -20%. Ich würde sagen, das schlagen wir doch glatt mal zu. Na gut, wird gekauft, sicher. Auswählen. Felgenfarbe. Ach du lieber Himmel, grün und Was weiß willst du da? passt Muss der schon. jetzt da sowas sagen? Nee, das Nee, lassen. Ach, hier kann man auch ohne Einzug, mit Einzug. Was ist mit Einzug? Das finde ich jetzt eigentlich. Wollen wir mal mit Einzug machen? probier ja mit Einzug, nicht wahr? Und nicht auch nochmal umkonfigurieren. Wenn mehr Werkstatt am Hof. Richtig, Das Auswahlwort ist nicht gekauft. gefreut. So, dann brauchen wir auch das Schneidwerk dazu. Oh, das ist aber teuer. Meine Güte. Und ein Schneidwerkswagen. Das ist schon der erste Unterschied. Ich glaube, man braucht den jetzt nicht zwingend, oder? Aber wir machen das jetzt. Schneidwerkswagen? Wir Na, machen. brauchst du nicht, geh bitte. Sollen wir den weglassen? Lass uns einmal weg, da das sagen, oder? Dann können wir sie eben immer noch holen. Da willst du noch einmal unbedingt. Nö, ach, Also, naja, muss ich man. brauche nicht. Es wäre jetzt bloß für der Transport vom Händler hierher erstmal interessant. Wir können uns zurücksetzen, na. So, das heißt, wir brauchen, also ich habe jetzt ohne Schneidwerkswagen gekauft. Das heißt, wir brauchen noch einen Traktor für jeden. Was möchtest denn du für einen? Hallo, Ich möchtest hole mir du? wahrscheinlich einen Betrag. Gibt's nicht zu teuer. Hallo? Geht's noch? Was ist jetzt? So teuer. Alter, ich klicke mir hier gerade einen Wolf. Junge, so, jetzt wird's interessant. Also die kleinen sind ja noch preiswert. Guck mal, hier ist noch so ein alter John Deere dabei. Ist auch cool. Und du Na, der ist möchtest den. Der 47. kostet 100.000. No, Na. auch schon was. Sag mal. Du bist ja gierig. Ich fass es nicht. Der, den ich haben will, kostet 13. Ja, recht willkommen. Ich raste aus. Nee, den will ich nicht. Ja, musst du sagen, welchen willst du denn von den MB-Trucks? Ich habe mir selber. Du kaufst dir den selber, der macht das mal. Ich möchte nämlich mal hier gucken. Ich fand nämlich diese hier total knuffig. Die sind nämlich noch günstiger. 35 km/h, na, das ist ja wirklich ein bisschen, na, sind vielleicht doch ein bisschen mau, wa? Ui. Was ist hier? So, Anhänger brauchen wir auch noch, haben wir gesagt. Ja. Du musst den Ladewagen, den. Da haben wir nämlich auch keinen gefunden. Nimmst du den M82, den Special Tipper? Jo, Chefin, morgen. Ja, weil was anderes können wir ja nicht nehmen. Was nehme ich denn hier? Ich weiß es nicht. In Rot? Wollen wir Rot nehmen? Komm, wir nehmen Ist deiner, Rot. wo hast du glaubst? Ich probiere den jetzt erstmal Ist aus. Der hat immerhin 100 PS, das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht für den Anfang auch eine gute Sache. Aha. So. Da müssen wir gucken. Jetzt haben wir eigentlich erstmal alles das, was wir fürs Gras brauchen, oder? da. Den M, zwar das gewusst haben. Ja, geht ja nicht anders. Einen anderen Ladewagen haben wir ja nicht. Warte mal, wo sind denn hier Ladewagen? Oh. Verklickt. Ladewagen. Oder haben wir. Wo ist denn der?
Bei der Kipper. Okay. Kipper ist da drin? Das ist ein Kipper, das ist kein Ladewagen nicht. Ach, guck an. Na doch, der kann ja laden. Wieso kann der hier nicht laden? Ich habe doch die extra genommen. Umgebauter Mischstreuer, der mit Autolot für Schüttgut und Abschiebefunktion ausgestattet ist. Genau. Den nehmen wir. Okay. Weil alles andere funktioniert ja hier leider nicht so. Kaufst du oder was? Ja. Um Felgenfarbe nehmen wir natürlich. Zweimal kaufen, ne? Zweimal? Nicht, dass man zweimal kaufen. Ach so, Gott sagen. Jetzt warst du aber gierig. So, dann würde ich sagen, dann haben wir unseren Startfuhrpark hier. Und dann wollen wir den zurücksetzen oder wollen wir fahren? Fahren wir her damit mit den Geräten, wie du willst. Jetzt gehen wir erstmal zum Shop und gucken uns das an. Das will ich jetzt erstmal gucken. Shop. Auf wie geht's? Wo bist du da drüben? Ja, es dauert immer so ein bisschen, ehe ich mich hinporte. Mann, schau dir mal das geile Gerät an. Hat sich mein Spiel aufgehängt? Bitte nicht! Bitte nicht in der Aufnahme! Oh Mann! Aufgehängt? Scheint so. Ich häng fest. Oh je! Komm auch nicht mit Escape raus. Die Katze flippt hier gerade. Oh doch, ich bin da. Bin da. Hat sich also nur kurz aufgehängt. Mehr oder weniger, stimmt's? So. Ja, mir war es aber ganz kurz. Aber jetzt Alter, Verwalter. Nein, das sieht ja wirklich so aus. Wir sind der Anhänger, wo ist denn der? Ah, da rüber, da steht der andere Trecker von dir. Oh, weia. Okay. Ach du Gottchen! Ach du lieber Himmel, wo ist denn hier vorne, wo ist denn hier hinten? Und warum leckt das? Ja, ich war jetzt in dem Spielstand noch nicht auf der Map unterwegs. Also jetzt nicht wundern, das ist einfach nur, ich war hier noch nicht. Ach du Gottchen, das ist ja witzig. Oh. Neng, neng, neng. Mhm. Ach du Gott. Und Kuwi ankuppeln. Jawohl. Guck mal, ich sehe gar nichts. Wie ist denn hier die Innenansicht? Gar nicht. Aha. Mit Tee wahrscheinlich. Alter, das ist nicht jugendfrei. Liebes Kind, guckst du bitte gerade mal weg? Die Blende ist nicht ganz jugendfrei. Okay. Wir können ja mal das Mähwerk anschalten, das will ich jetzt mal wissen. Nö, geht. Es ist anständig. Ist alles gut. Außer die Tante da oben. Kann man das wegklappen? Also den werde ich nicht in der Innenansicht fahren. Ist aber zu fad. Jetzt bist du neugierig, wa? Ja, schon. Na, dann steig mal da ein. Was ist denn mit dir? Das wird mal schauen, was da drin gibt. Hast du deine Frau? Hey, schaut aber nicht schlecht aus. Mhm. Oh, weia. Hier ist ja was los. Oh, oh, oh. Nicht schlecht, sagt er. Erntefahrzeug. So, was hast du für einen tollen Sound? Oh, ja, geht. Ein Betrag, das ist einfach... Oh, der hört sich ja schön an. Naja, ich glaube, ich muss erstmal vor dem nächsten Video nochmal ein bisschen über die Map fahren, dass die sich mal endgültig lädt. Ist ja schon ein bisschen größer, das Teil. Hier ist aber was kaputt, hier ist offen oder ist hier so Dauerbelüftung angesagt? Soll das so sein? Möchtest du wieder was zusammengehört? Der ist doch cool. Voll geil. Apropos, wie viel PS hast du jetzt? Sag nochmal, was hat denn der? 100. 100, okay. Gibt's hier eine Inneneinsicht? Kann man hier... Ich möchte mal da draußen schauen einmal. Oh. Das ist Katerböen. Das ist aber wieder animiert, das schaut aber schon super aus. Winterschutz ein- und ausblenden. Okay. War das jetzt das? Ja, guck mal, jetzt habe ich da so eine Folie. Jetzt pass auf, Motorhaube öffnen. Ja, wie geil. Das ist ja cool. Läuft sogar. Schön. Ja, animiert, also, das sieht man alles. Das ist cool. Ja, da kannst du die Mutter nicht schauen. Was ist ein Zwillinge? Ah,
Ich brauche keine Zwillingsbereifung kaufen. Ich habe sie dabei. Flup, 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 flup. Keypad 4. Ja, was ist ein Keypad 4? Das ist ja jetzt die Frage. Das ist der Schleudersitz wahrscheinlich. Ja, ja. Fenster öffnen, Tür öffnen, Dach öffnen. Leute, ich muss rausfinden, was Keypad 9 ist. Cool. Also, der Traktor hat es in sich. Der ist ganz fetzig. Und für das Geldchen kann man sich den ruhig mal gönnen, würde ich sagen, wa? Ja. Sehr schön. Gut, wie kriegen wir die denn jetzt alle da runter? Nicht dazu, da haben wir den Mäher, da haben wir oben sitzt, da also zugesetzt und mit den Traktoren fahren wir zum Hof, ha? Genau. Kürzen davor. Setzt du zurück? Ja, mach ich schon. Voilà. Also, ich muss mal gucken, wo ich hin muss. Wo geht's denn hier raus? Ah, da ist eine Straße. Links. Lass ihn fahren und links. Jetzt wird's interessant. Jetzt halt fahr ich doch gar nicht mit Lenkrad. Wo wollen wir lang? Rechts rum? Links muss das hier fahren. Wieso? Rechts. Na, geht rechts auch, ja. Ist doch völlig egal. Oh ja, ich muss unbedingt erstmal hier die Map abfahren. Ja, dann geht's los. Wolltest du noch ein Lenkrad? Wieso? Weil ich eigentlich nur shoppen wollte in dieser Folge und das war jetzt schon unterwegs und dachte ich ja nicht und so ja, weißt. Ja. Machen wir aus hier. Ach, guck mal, wie entspannt hier. Voll chillig. Schlope 35 km/h. Also in der Radar können wir nicht reinfahren. Geschwindigkeitsüberschreitung. Das gibt's mir eher nicht. Cool. Auf, wie geht's? Na, das kann ja heiter werden. Also ihr seht's, wir haben richtig Power. Nein, wir haben auch Traktoren draufgeladen, die kann man so weit hochjagen, dass die 1000 PS haben. Ja, aber ist das dann nicht realistisch wieder, ne? Das kannst du vergessen. Ich wollte gerade sagen, wir haben gestern mal geguckt, was wir so bräuchten, sind maximal 300. Ja, mehr wird's dann nicht werden. Genau, also ich denke mal, dass das auch so ist, wo wir am Ende landen werden. Ja, wir haben schon vor, unserem Fuhrpark, wie gesagt, regelmäßig zu ändern. Außer das Ding ist geil. Das ist cool. Ihr habt ja beim Kaufen gesehen, wie das Ding heißt. Einfach zurückspulen und dann könnt ihr das mal eingeben bei Google und dann kommt da auch richtig an. Geil. Winterschutz. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr schön. Na, 395.800 haben wir noch. Also können wir denn, sag ich mal, den Mähdrescher und so auch noch kaufen? Das wird dann auch noch spannend. Das werden wir dann, denke ich mal, auch in der nächsten Folge dann mal machen. Das war unser Fuhrpark, bevor wir denn richtig anfangen zu mähen. Noch vervollständigen. Das kann ja noch beim Händler stehen bleiben, aber dass wir das Geld dafür schon mal geopfert haben. Ja, nicht, dass genau, es dann nachher nicht mehr reicht, ja. Ich glaube, jetzt müssen wir hier abbiegen. Kann das sein? Links, links, ja, links. Wie links? Wo sind wir ja, denn? Links runter. Was fährst denn du für einen Umweg? Naja, wenn du meinst. Ich fahre immer da. Der nächste rechts. Da kommen wir bei unserem Futtermischer dann vorbei. Der Futtermischer lag vorbei. Ja, aber wir hätten auch durch die Felder. Ist doch geil. Ach komm, ist egal. Ich muss eh einmal überall lang gondeln. Alles schön. So, da das hier aber gefühlte 3 Stunden noch dauern wird, würde ich sagen, kommen wir für unsere erste Folge mal zum Ende. Ist ja sowieso schon etwas länger als sonst. Ja, wir hoffen, dass euch das ja das Projekt anspricht, dass ihr da ein bisschen Spaß dran haben werdet. Wie gesagt, für Kommentare, für Vorschläge und Wünsche sind wir rechts. Immer offen, sind wir jederzeit zu haben. Aber wie gesagt, seid nicht böse, wenn wir es denn nicht hochladen auf den Server, wenn sie nicht fehlerfrei ja, sind, dann landen passt, sie auch ja nicht im Spiel. Ja, also sollten keine Callstacks oder so dabei entstehen, ne? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Und ja, bis dahin wünschen wir euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Ist ja immerhin schon Halbzeit in der Woche. Ja! Juti, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Okay, ciao.